Zur Zeit einer gewissen Depression bekam ich, um diese erträglicher zu machen und zu übertreiben, die Idee, irgendeine konstruktive Tätigkeit zu machen. Und da bekam ich die Idee, eine Uhr zu bauen. Und zwar mit Holz, Zahnrädern, die ich aus Sperrholz selbst schnitzen werde. Das hier ist das Resultat, was Sie sehen. Das Herz einer jeden Uhr ist das Pendel, ein schwingfähiges Gebilde und der Anker. Das Pendel sollte eine Temperaturkompensation bekommen, aus 5 Stäben ein sogenanntes Rostpendel, das die Temperaturverlängerung oder Verkürzung des Pendels ausgleichen würde durch unterschiedliche Temperaturkoeffizienten der Materialien, in diesem Fall Aluminium und Messing. Es kam nur ein Sekundenpendel in Frage, um die Getriebe zu vereinfachen. Denn in diesem Fall wird das Getriebe zwischen Minuten- und Sekundenrad 1 zu 60. Hier sieht man den Graham-Anker. Der Graham, der hat...